Nicht nur wie hier. Im Areal der historischen Burg kann man am 1. September in Wels wieder Kultur pur erleben, sondern auch an vielen anderen öffentlichen Plätzen und Einrichtungen. Dieser erste Tag der Kultur beendet den diesjährigen Welser Kultursommer. Die Höhepunkte dieses alljährlichen Veranstaltungsreigens sind neben den Burggartenkonzerten auch die Arkadenhofaufführungen und natürlich das weit über die städtischen Grenzen hinaus bekannte Filmfestivals. Wels, ein Sommernachtstraum. Darüber hätten Welser vor gar nicht so langer Zeit noch herzlich gelacht. Heute jedoch kann man tatsächlich Sommernachtsträume erleben, vor allem als Kulturinteressierter. Und bei den heurigen Sommernachtsträumen kommt sogar Herr Shakespeare vor, freilich anders, als es mancher vielleicht erwartet. Shakespeare for you. Nahezu alles von Shakespeare in einer Komödie haben wir uns heuer ausgesucht als unser Theaterstück, als unsere Sommerproduktion. Bei Shakespeare for you handelt es sich natürlich nur um eine Aufführung aus dem großen Angebot. Womit verführen Sie die Welser zu einem Besuch Ihrer nun schon seit 8 Jahren laufenden Veranstaltungsreihe? Die Veranstaltungspalette ist eine große. Wir haben einen roten Faden, der durch dieses Festival führt. Der rote Faden ist die Regionalität. Und wir haben heuer zum Beispiel ein Programm, einen orientalischen Abend. Wir werden einen Ausflug sozusagen machen nach Irland, Schottland mit irisch-schottischer Musik, mit Whisky-Verkostung in diesem wunderschönen Arkadenhof. Es wird einen französischen Abend geben, ein Klassiker natürlich immer, der Operettenabend mit einem Streifzug durch die Welt der Operette. Langweilig wird einem bei einem solchen Angebot wohl nicht. Eigentlich müsste es heißen, nicht mehr. Frau Dr. Michelbauer, der römische Name von Wels, Ovilava oder Ovilavis, wurde in früheren Zeiten, vor allem in den Sommermonaten, von der Jugend gern mit Ovilaf ist übersetzt, was auf gut Oberösterreichisch bedeutet. Ovifat ist es. Hört man das heute noch? Eigentlich nicht mehr. In den letzten 10, 15 Jahren hat sich das Bild völlig gewandelt. Es ist eher mehr so, dass man im Sommer in die Stadt hereinkommt, weil es an vielen Plätzen so viel zu erleben gibt. Und aus allen Sparten, sei es jetzt Theater, Musik oder Kunst, kann man immer etwas erleben. Was würde Dr. Miegelbauer Kulturinteressierten empfehlen? Die würde ich einerseits zu den regelmäßigen Burggartenkonzerten schicken, aber auch der Welser Arkadenhof Kultursommer, wenn man kleine, feine Veranstaltungen will, wo man praktisch den Künstler hautnah erleben kann. Aber wenn man größere Konzerte gibt, gibt es auch Open-Air-Konzerte im Schlachthof, wie etwa eine Gruppe aus Tucson, Arizona, Calexico, bis hin zu einer oberösterreichischen Funkgruppe, wenn man wirklich fetzige Musik erleben will.